Hi Leute, ja, willkommen zu einem neuen Video und ich war wieder bei DM und ihr wisst vielleicht, es gibt nicht mehr diese kleinen Tüten zum Mitnehmen, man muss sich jetzt eine große immer kaufen oder man hat eine Tasche, die groß genug ist und Gewicht aushält. Ich hatte an dem Tag keine große Tasche dabei, deswegen musste ich eine Tüte kaufen und ich muss schon sagen, die wäre schon fast kaputt gegangen. Also die ist schon echt schwer. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich gekauft habe. Das ist jetzt eher so gar nicht kosmetikmäßig, glaube ich. Einen Nagellack habe ich gekauft. Und ja, ich bin einfach nur schnell durchgehuscht. Ich war auch bei Rossmann kurz. Das habe ich bei Rossmann gekauft. Das sind die Tempo Taschentücher, nicht Tempo Feuchttücher. Genau, so sehen die aus. Die kann man dann hier so aufmachen und kann man dann mit so einem Saugknopf, genau, festmachen an der Wand oder irgendwo, wo die Toilette in der Nähe ist, ne? Dann habe ich mir von Perlweiss eine Zahnpasta gekauft. Raucherzahnweiß habe ich einfach mal gekauft, weil ich dachte, das wird bestimmt stärker sein als jetzt das normale Kaffee-Tee-Perlweiß. Da gibt es ja verschiedene. Ich habe das jetzt für Raucher genommen. Mal gucken, ob die Zähne dadurch ja, noch weißer werden. So sieht es aus. Ich hoffe, man sieht es. Ist ein bisschen schlecht heute mit dem Licht, weil die Sonne knallt und ja, so. Wenn es zu hell ist, ist es nicht gut. Wenn es zu dunkel ist, ist es auch nicht gut. Dann habe ich von Schwarzkopf meine Glisskur-Sprühkur genommen, die man so schütteln muss. Und die benutze ich immer, wenn ich aus der Dusche rauskomme. Ich habe ja jetzt Extensions. Ich mache mal runter. So. Ne? Ganz lange Haare habe ich jetzt. Und ja, das sprühe ich mir dann einfach ab hier so in die Längen rein, damit ich die gut durchkämmen kann. Und ich habe das coolste T-Shirt ever, oder? Moment. Fuck Isis. Yeah. So, und ja, das sprühe ich mir immer in die Haare rein, damit ich meine Haare besser durchkämmen kann nach dem Duschen. Und fettet meine Haare nicht nach. Oder fettet meine Haare nicht. Ich sprühe es auch nicht wirklich hier oben drauf. Vielleicht so vom Weiten, so einen kleinen Sprühpump. Aber ansonsten immer nur in die Längen. Und ja, das habe ich mir gekauft. Das kaufe ich mir immer wieder nach. Dann habe ich mir nochmal was von Signal gekauft. Das White Now Zahnpasta. Ich bin gerade so auf dem Trip. Ich will weißere Zähne kriegen. Und ja, das habe ich mir gekauft. So sieht's aus. Dann habe ich mir mein geliebtes L'Oreal Skin Perfection Abschminkwässerchen gekauft. So sieht das aus. Und damit kriegt ihr alles ab. Ob es jetzt wasserfeste Schminke ist, also ob es, weiß ich nicht was ist. Man kriegt alles damit ab und es ist einfach genial. Das habe ich mir, ich weiß nicht schon, wie oft ich mir das hier nachgekauft habe und es ist einfach wirklich super, 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 super. Dann habe ich mir eine Spülung gekauft. Ich wollte irgendwie so eine gute Spülung haben, weil ich hatte mir letztes Mal von Pantene? Wie, ja, vom Pantene irgend so eine in so einer Tube gekauft und die stinkt. Die stinkt und ich finde nicht, dass die Haare so schön weich macht. Und dann habe ich mir die von Garnier gekauft, so sieht die aus. Mit Arganöl und Cranberry und die riecht einfach nur, oh, ich freue mich schon, wenn ich die benutze. Die riecht richtig, richtig gut. Es gibt davon auch das Shampoo, aber ich brauche jetzt nur eine gute Spülung. Genau. Dann habe ich mir Deos gekauft und es sind schon einige. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, boah, die Nati, die stinkt voll wahrscheinlich, aber ich liebe dieses Deo. Das ist von Balea, eine DM-Eigenmarke und das ist dieses Sensitive und es riecht gut, es hält gut und es riecht immer gut. Also wenn ich meine Jacke ausziehe, dann kommt mir so richtig der Geruch von diesem Balea entgegen und es riecht richtig gut. Also es riecht sauber. Das riecht jetzt nicht nach Vanille oder sonst was. Das mag ich ja nicht. Aber ansonsten riecht das super gut. Dann habe ich mir Ebelin Wattestäbchen gekauft. Für 25 Cent oder so. Und dann habe ich mir meine geliebte
ein geliebtes Shampoo nachgekauft. Ich benutze zurzeit, schon seit längerer Zeit, das Head & Shoulders Apple Fresh Shampoo. So sieht das aus. Und Head & Shoulders benutzt man ja eigentlich nur, also ich jedenfalls, wenn ich nur Schuppen habe. Dann habe ich Head & Shoulders gekauft und das benutzt und nach 2 Tagen waren die Schuppen weg. Also da ist Head & Shoulders wirklich, wirklich gut. Aber dann habe ich irgendwann mal dieses Apple Fresh gesehen und habe dann dran gerochen und es riecht einfach nur... Ach, toll. Jetzt habe ich mich voll gemacht. Aber es riecht einfach super geil. Es riecht einfach nach einem grünen Apfel. Aber nicht so mega künstlich wie irgendwie einige Sachen, sondern es ist einfach richtig, richtig gut. Und davon gibt es auch eine Spülung, die ist jetzt leer. So sieht die aus. Eine Pflegespülung, ja, Apple Fresh, auch die gleiche. Und es gibt noch 2-in-1, das ist ein Shampoo und Pflegespülung, genau. Anti-Schuppen-Shampoo und Pflegespülung, das ist 1-in-1. Finde ich auch ganz okay. Also man kann das ja auch auf die Kopfhaut drauf tun. Die Spülung kann ich auch auf die Kopfhaut drauf tun, ohne dass meine Haare nachfetten. Aber ich kaufe mir dann doch eher Shampoo getrennt und Spülung getrennt. Ja, aber so ab und zu, ich kaufe mir immer auf Vorrat und dann ist es ja auch ganz in Ordnung. So, dann habe ich mir eine Nivea Handcreme Anti-Age gekauft, so eine kleine Reisegröße. Eine Nivea Softcreme, auch in Reisegröße. Und das Dove Original Deo. Auch in Originalgröße, denn ich will das jetzt gerne hier reintun. Das ist so eine, boah, die habe ich schon ewig, so eine kleine Tasche von H&M damals gekauft. Und da möchte ich ein paar Sachen da reintun und das immer in meiner Handtasche lassen. Weil manchmal braucht man eine Handcreme, dann braucht man doch irgendwie eine Creme, weil man eine trockene Stelle im Gesicht hat. Dann braucht man ein Deo, dann braucht man weiß ich nicht was. Und dann dachte ich mir... Bevor die dann immer in meiner Tasche so rumfliegen, was ich ja über alles hasse, tue ich die mir in diese Tasche rein. Das habe ich mir schon sehr oft vorgenommen und jedes Mal habe ich die Tasche dann rausgenommen und ja, dann lief ich ohne Deo rum oder dann lief ich ohne Handcreme rum und so weiter und so weiter. Aber ich will das jetzt in meiner Tasche drin lassen. Ich will es jedenfalls versuchen. Und dann habe ich mir von Pezai ein Nagellack gekauft, die 010 Little Princess. So sieht die aus. Und ich glaube, das ist so die Farbe, die ich jetzt gerade auf den Nägeln habe. Das ist nämlich auch eine P2 Nagellack, aber das ist schon wohl nicht mehr erhältlich. Es ist schon etwas älter. Und da hatten mich ganz viele gefragt, als ich meine Hand so auf Instagram gepostet habe. Was macht der Kubani da? Nein, der geht immer von der Couch auf mein Bett. Ja, auf jeden Fall hatte ich da mal so meine Fingernägel gepostet auf Instagram oder Facebook oder beides, glaube ich. Und da hatten ganz viele gefragt, woher oder was das für ein Nagellack ist. Und hatte ich dann gesagt, dass es vom P2 ist. Und dann haben mir ganz viele geschrieben, dass es gar nicht mehr erhältlich ist. Und ich glaube, das ist so eine gute Alternative zu dem Nagellack. Ja, 010 Little Princess gibt es auch noch. Ich habe sie gerade gekauft. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist jetzt einfach mal so der Alltags... Einkauf, so auf Vorrat, was man ja immer so braucht. Und ja, das war's, wie gesagt. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Oh, doch aufmachen. Ja. Tschüss. Feuchte Toilettenpapiertücher. Hä?